So, wir sind hier in Seerhausen, in einer Erdgeschosswohnung, eine kleine 2,5 Quadratmeter-Wohnung. Die Mieter sind gerade ausgezogen, waren gerade etwas über ein Jahr drin, kamen über die Lebenshilfe hierhin, konnten sich selbst versorgen. Alles war in Ordnung, junge Leute. Und jetzt können wir mal sehen, wie das aussieht. Die Tür, die Wohnungseingangstür, zerkratzt. Hier sind Katschen drin. Wir sehen hier die Zarge. Zerstört, das heißt, die haben hier schon mal aufgebrochen. Hier vorne alles kaputt. Wir schauen uns das hier mal an. Jetzt sind wir drin, es stinkt wie Schwein. Warum ist das wohl so? Man sieht ja schon mal hier den Dreck. Und jetzt geht's mal los. Das sind jetzt noch die kleinsten Schäden hier. Das ist einfach nur Schmutz, das kann man theoretisch übermalen. Jetzt geht's mal hier in die Küche. Und jetzt schaut euch das mal an. Ja, ein Dreck ohne Ende. Das ist unglaublich. Hier mal die Wände. Schaut euch das mal an, was das für ein Schweinestall ist. Alles zerkratzt, alles kaputt gerissen. Löcher in der Wände ohne Ende. Hier richtig dicke Löcher. Hier alles kaputt. Hier an den Fenstern. Es ist unglaublich. Es geht hier weiter. Es ist unglaublich. Alles abgerissen. Das ist hier ein richtiger Schaden, der entstanden ist. Das ist kein Spaß. Überall Dreck, überall kaputt. Irgendwelche Tiere hier drin. Ein Schmutz. Das kann man sich nicht vorstellen. Guckt euch das mal an. So haben die hier gehaust. Übrigens, keine Ausländer, ne? Nur mal so, weil immer heißt es, es sind die Ausländer. Nein, in diesem Fall nicht. So, jetzt geht's mal weiter. Die Wohnung ist ganz frisch renoviert worden und übergeben worden. Die Leisten sind weg. Das Laminat großflächig kaputt. Warum geht der Laminat kaputt? Ja, ganz einfach, weil die Tiere das kaputt machen. So, hier war Tierhaltungsverbot und das war den Mietern egal. Herr B. und Frau C. haben hier drin gewohnt. Löcher, Löcher, alles kaputt. Wand kaputt, eine wunderschöne, neu gemachte Wohnung. Ja, 2,5 Quadratmeter, 50 Quadratmeter. So, das sind Leute, die vom Jobcenter leben, denen das egal ist, das Eigentum anderer Leute, die es einfach kaputt machen. So, guckt euch das mal an hier, an den Fenstern. Das ist kein Schimmelpilz. Das ist kaputt. Das haben die da abgerissen. Das haben die einfach kaputt gemacht. Geht hier weiter. Ganz schön. Die Reparatur kostet ein paar 1.000 €. Den Gestank kriegt man nicht raus. Kann man nur mit dem Ozonwäscher machen. Die Küche, ja, den Kühlschrank kann ich wegschmeißen. Der Rest der Küche weiß ich nicht, muss ich noch schauen. Aber es ist schlimm. Und jetzt geht's weiter. Die Lampen sind gestohlen worden. Eine Lampe weg, zweite Lampe gestohlen, dritte Lampe gestohlen. Nee, die dritte nicht. Aber hier fehlen Lampen. Ein Dreck hier oben. Das war alles sauber gewesen. Das war alles sauber. Es ist schlimm. Ja, hier drin weiß ich nicht. Schön sieht es hier drin nicht aus. Schmutz ohne Ende. Und das Ganze war sauber gewesen, als es übergeben wurde. Es war alles frei. Man sieht hier sogar, ich habe ja hier sogar richtig schöne automatische Armatur dran gemacht. So haben sie da auch kaputt gekloppt. Da sieht man das. Ist an der Stelle kaputt geschlagen worden. So. Das hier komplett verdreckt, sauber, nicht mal ein bisschen geölt.
Das hat man kaputt gemacht da mit Gewalt. Das ist richtig, das ist nicht aus dem Rollen gefallen. Das ist mit Gewalt kaputt gemacht worden, man sieht's. Ja, die Rollen muss man ja ab und zu mal fetten. Das muss man nicht machen, man muss sich auch nicht sauber machen, ist klar. So, so viel zu solchen sauberen Herrschaften, die so in einer Wohnung wohnen, die jemand anders den gegeben hat. Hier unten alles angefressen von den Tieren. Ja, das sieht man, das sind Bissspuren. Es gab keine Tierhaltungserlaubnis, man hat es trotzdem gemacht und hat die Wohnung kaputt gemacht. Und das Jobcenter wird denen weiterhin Geld geben. Uns hat es die Mietzahlung eingestellt gehabt. Das Jobcenter Wansleben hat dann hier eine Zeit lang nicht weiter bezahlt. Es sind Rückstände aufgelaufen. Und ja, was soll ich sagen? Fliese zerdutscht. So, wo kriegt man jetzt diese Fliesen her? Die gibt es ja so nicht mehr. Überall dutscht eine Fliese drin. Und schaut euch das hier mal an. Das ist ja unglaublich hier. Was der Dreck, der Schmutz. Es war eine nagelneue Wohnung. Die sah richtig klasse aus. Komplett kaputt. Das ist unglaublich.